Ja, moin YouTube, beziehungsweise Freunde des Gartenbaus. Ja, ich bin gerade unterwegs. Ein bisschen in Zeitdruck. Schon 15 Uhr. Muss noch zwei Aufträge heute erledigen. Ich schätze mal, bei dem einen bin ich so ungefähr eine Stunde, anderthalb dabei. Ja, eher anderthalb. Bin aber noch eine halbe Stunde, dauert es noch, bis ich da ankomme. Ungefähr 20 Minuten. Wird auf jeden Fall wieder ein langer Tag heute. Ja, was habe ich beim ersten Kunden für einen Auftrag? Einfach eine kleine Rasenfläche mähen, ein bisschen Unkraut entfernen. Das ist ein kleiner Garten, den muss ich einfach nur wieder ein bisschen hübsch machen. Deshalb, da bin ich eigentlich so eine Stunde, anderthalb durch und dann ja, geht es gleich weiter zum nächsten Garten. Da muss ich irgendwie Hecke schneiden, da gucke ich mal, ob ich da ein bisschen filmen kann. Jetzt gleich bei dem Auftrag werde ich das nicht schaffen. Ich muss mal gucken, ob ich gleich noch die Kamera angeschmissen kriege da beim Hecke schneiden. Würde ich euch gerne mal ein paar Bilder von zeigen oder ein paar Aufnahmen. Da werde ich dann noch mit meinem Gerüst mal arbeiten, wenn ich dazu komme. Ja, wie gesagt, da muss ich heute ein bisschen Hecke schneiden. Dann mache ich da noch so ein bisschen, die Besitzer sind gerade im Urlaub, ein bisschen Bewässerung muss ich noch anmachen, weil im Moment ist hier wirklich so eine Trockenheit. Also ich fahre da jetzt im Moment so alle drei, spätestens nach vier Tagen hin. Und ja, gießt da alles, quasi Rasen, Büsche, Topfpflanzen, alles was da irgendwie Wasser braucht oder so. Ja, das tue ich auch noch nebenbei. Das kriege ich eigentlich auch ganz gut bezahlt. Das ist dem Kunden relativ egal. Der hat gesagt, ich soll das machen, mir vertraut er. Ist für mich das größte Lob eigentlich. Vom Arbeitsaufwand her natürlich eine Katastrophe. Also ich fahre da eine halbe Stunde hin für eine halbe, dreiviertel Stunde Arbeit. Klar, ich krieg's alles bezahlt, die Fahrtkosten etc. Aber ja, das ist so, naja, es ist halt wirklich viel Zeit, die bei drauf geht. Ne? Also alleine eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurück. Und wie gesagt, so eine halbe, dreiviertel Stunde dann so ein bisschen gießen. Das ist echt, ich will es ja jetzt auch nicht übertreiben, ich kann da nicht das Ding. Ja, normal muss ich den vollen Lohn nehmen, aber was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht 60, 70 Euro fürs Blumen gießen. Ne? Normal ja, aber das steht irgendwo nicht im Verhältnis. Ne? Also er weiß es, er hat gesagt, kein Problem, ist halt jetzt mal so, aber er möchte es halt gerne gemacht haben. Ne? Naja, gut. Okay, ich schau mal. Wisst ihr erstmal Bescheid, ich mache jetzt erstmal einen Cut und hoffe, dass ich nachher noch ein paar Bilder einschnappen kann. Bis denn. So, moin Jungs, da bin ich wieder. Ja, eine Seite habe ich schon fertig geschnitten und zwar diese Hecke, die da lang geht. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Jetzt werde ich mal diese hier schneiden. Und ich bin tierisch unter Zeitdruck. Yeah.
Jo, man merkt meinen Zeitdruck, ne? So, jetzt stelle ich das Gerüst auf, schneide oben eben ein längs und dann geht's weiter. Oh, die Zeit drängt. So, deshalb, weiter geht's.
So, ja, einige werden es gesehen haben. Das Gerüst stand quasi die ganze Zeit verkehrt rum. Also die Absturzsicherung nach hinten war jetzt quasi nicht gegeben. Aus dem einfachen Grund, wenn ich es an die Hecke stelle, wie soll man darauf kommen? Also klar, logischerweise Absturzsicherung nach hinten hin macht Sinn. Aber mir geht es eigentlich jetzt eher darum, dass ich rauf und runter komme. Da ich jetzt nicht großartig vor- oder zurückgehe, ist das vollkommen legitim. Anders geht es halt nicht. Also von der Seite auf dem Gerüst kann man nicht raufgehen, dann kippt es um. Also es ist letztendlich nur einfach, dass man nicht nach vorne übertritt. Da finde ich, macht es auch mehr Sinn. Also dieses Problem, dass ich nach hinten wegtrete, habe ich nicht. Ich habe eher das Problem, ich habe es mal andersrum hingestellt, dann habe ich eher das Problem, dass ich nach vorne hin, wenn ich mich zu weit vorbeuge, da übertrete. Also für mich persönlich so am besten, nach Vorschrift natürlich vielleicht nicht. Ja, so, ich muss jetzt aufräumen, dann kommt die nächste Hecke. Jetzt geht es da hinten noch bis zum Ende. Dann fege ich, nee, dann muss ich da vorne noch eine Spitzen von Buchenhecke komplett wegschneiden. Dann haben wir es ungefähr 7. Und dann muss ich auch langsam meine Heckenschere ausmachen, weil sonst kommt hier die Nachbarschaft und lyncht mich. So, ja, da vorne stehen alles Büsche, da komme ich jetzt mit dem Gerüst relativ schlecht hin. Aber ich habe mir ja diese Teleskop-Heckenschere gekauft. Oh, jetzt habe ich mir die schon umgeschnallt. Mal gucken, ob ich es auch ankriege. Halt, oh Gott, oh Gott. Was ist denn da der doofe Schok? Oh, glaube ich, die muss ich erstmal abschnallen, sonst kriege ich die nicht an. Ach, ist das wieder alles in Tag, Leute. Thank you.
dran ist, dann schauen wir mal. Ja, ihr habt es gesehen, also ist was anderes als meine Stielheckenschere, Rückschnittschere. Die ist natürlich von den Abständen her feiner und haut da eben halt nicht so durch. Ne? Man kriegt eben halt auch nur so, weiß nicht, was sind das da, 25, 30 cm. Das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber um jetzt das Gerüst hin und her zu stellen und dann nachher noch runter zu segeln, ist das ganz gut. Da gehe ich jetzt noch mal eben einmal mit der großen bei und dann mache ich gleich vorne noch ein paar Aufnahmen, dann zeige ich euch noch, wie ich sauber mache und dann ist endlich Feierabend. Wie gesagt, gleich 7 Uhr. Ne? So, vorne die Buchenecke habe ich auch schon geschnitten. Jetzt noch schnell hier an der Seite eben fegen. Und wie wir oder wie ich das jetzt hier alles schnell wegbekomme, zeige ich euch jetzt.
So, jetzt noch schnell fegen. Gefegt. So. So weit bin ich jetzt erstmal fertig. So, ich muss jetzt gucken. Ich will jetzt nicht unbedingt das Haus filmen. Aber da könnt ihr mal eben sehen, was ich so alles geschafft habe heute. Von da hinten angefangen. Hier komplett lang. Na, bin ich ein bisschen zu weit so. Hier lang. Da ist einmal Sonne gewesen. Und dann eben halt. Da lang. So. Ja. So. Ja, hier auch noch alles. Und dann ist das hier diese Buchenhecke. Die werde ich aber noch mal ein bisschen nachschneiden. Das gefällt mir noch nicht so ganz. Aber ansonsten. Ups, wo bin ich? So, aber ansonsten. Sollte es das erstmal gewesen sein für heute. Vielleicht melde ich mich gleich nochmal, aber ansonsten, so sieht halt ab und zu mal Arbeit aus. Einer unserer Aufträge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren und mal einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.